Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um die Bewegungstherapie aus Sicht der TCM, in spezielle um Qigong und Tai Chi. Qigong und Tai Chi sind meditative Bewegungsformen. Sie entstammen der traditionellen chinesischen Medizin und verbinden Übungen zu entspannter Konzentration mit Körper- und Atemübungen. Auch Kampfkunstübungen wurden darunter verstanden. Sehr bekannte im Westen sind da zum Beispiel die sehr bekannten Shaolin-Orden und Klöster mit ihren Übungen und die taoistische Klöster des Wudang-Gebirges als Ursprungsort der inneren Kampfkunst. Lassen Sie uns mit der Erklärung zu Qigong starten. Was ist Qigong? Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist. Qigong setzt sich zusammen aus zwei chinesischen Schriftzeichen, Qi und Gong. Qi bedeutet Atmen, Energie. Die Lebensenergie, die alles durchdringt und verbindet oder die Leben nicht existieren kann. Qi ist überall. Im Mensch, in der Luft, im Raum, in Pflanze, in der Gegenstände um uns. Qi ist der kleinste Bestandteil unseres Universums. Jegliche Aktivität ist eine Manifestation von Qi. Gong bedeutet geleistete Arbeit, Training, aber auch Fähigkeit. Kunstfähige Geschicklichkeit. Das beschreibt das Grundprinzip von Qigong, nämlich Übung und die dadurch erlangte Fähigkeit sind eins. Qigong beruht auf drei Pfeiler: Atmung, Bewegung, Visualisation. Zur Praxis gehören Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und Meditationsübungen. Die Übungen sollen der Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses im Körper dienen. Der Ursprung der Übung liegt weit zurück. Schon bei Zhuangzi wurden bestimmte Formen angedeutet. Und aus der Zeit der Han-Dynastie liegen Side Beautiful. Der Name Qigong wurde zum ersten Mal von einer Daoisten Xu Xun aus der Jin-Zeit verwendet und bezeichnet seitdem bestimmte Übungen in der Kampfkunst. In der Geschichte Chinas hat diese Praxis als Gesundheitsvorsorge immer eine große Rolle gespielt, wurde aber auch für religiöse geistliche Zwecke, insbesondere in Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus eingesetzt und in den Klöster überliefert. Die Bezeichnung Qigong für diese Übungen findet jedoch erst seit den 1950er Jahren Verwendung und die unterschiedlichen Stilarten des Qigong sind zum Teil ganz neue Entwicklungen, die jedoch auf den jahrtausendealten Traditionen basieren. Grundlegend für Qigong ist das Prinzip des Yin und Yang. Es steht für die Harmonie der Gegensätze, für das Ineinandergreifen des weiblichen und des männlichen Prinzips. Symbolhaft steht dafür der bekannte Kreis mit den zwei gleichen großen, ineinander verschwungenen Flächen in Weiß und Schwarz. Qigong bedeutet die Lebensenergie trainieren. Qi bezeichnet in der traditionellen chinesischen Medizin die Lebensenergie. Gong bedeutet Arbeit oder ständige Übung. Nach der chinesischen Medizin ist nur dann ein Mensch gesund, wenn diese Gegenpole vereinigt sind und die Lebensenergie Qi ungehindert durch seinen Körper fließen kann. Das Qi soll Blockade aufheben und Energie wieder fließen lassen. Nach dieser Lehre erhält die Arbeit an Qi das Gleichgewicht der Kräfte im Yin und Yang und stellt sie wieder her. Das Qi, so die alte chinesische Auffassung, fließt entlang bestimmter Körperlinien, der Meridiane. Durch den Körper, durch die Disharmonie, zum Beispiel in den Muskeln, kann es blockiert werden. Die Übungen des Qigong sollen die alte Blockade lösen und das Qi wieder harmonisieren. In China wurden ähnliche Übungen schon seit über 2500 Jahren praktiziert. Heute gehören sie zu staatlichen chinesischen Gesundheitsforderungen. Auch die westliche Medizin setzen sie ein,
zum Beispiel in der Gesundheitsförderung. Konzentration auf Atmung und Bewegung. Qigong kann man im Stehen, Sitzen oder Liegen praktizieren. Dabei richtet man die Konzentration auf die Atmung auf bestimmte Organe oder Körperbereiche. Man versucht in seiner Vorstellung, das Qi zu fühlen und Strom zu lassen. Mit langsamen, zielgerichteten Bewegungen unterstützt man seine Wahrnehmung. Die vielzahl traditioneller Übungen tragen meistens poetische, anmutende Namen wie die Himmel mit den Händen stützen. Qigong-Übungen orientieren sich sehr stark an der Natur. Der Übende nimmt in seiner Vorstellung die Rolle eines Tieres ein. Der Klanglich breitet seine Flügel aus oder versetzt sich meditativ in die Natur, indem er sich zum Beispiel vorstellt, wie eine Kiefer fest verwurzelt zu sein. Jede einzelne dieser Übungen soll eine bestimmte Wirkung auf die Lebensenergie haben. Qigong-Übungen sollen das Qi vermehren und zu fließen bringen. Sie sollen sowohl die Gesundheit fördern als auch das seelische Gleichgewicht stärken. Nun zum zweiten Bereich. Was bedeutet Tai Chi? In der chinesischen Tradition und den Legenden nach sind die taoistischen Klöster des Wudang-Gebirges der Ursprungsort der inneren Kampfkünstler, Lei Jia Quan, wie beispielsweise des Tai Chi Quan, des Ba Gua Zhang und des Xin Yi Quan, die den äußeren Kampfkünstler Wei Jia Quan des Shaolin Kung Fu und andere Stile gegenüberstehen. Tai Chi Quan, im Westen oft nur als Tai Chi bezeichnet, war ursprünglich eine Kampfkunst. Der Legende nach hat Zhang Sanfeng einen Kampf zwischen einem Klanglich und einer Schlange beobachtet. Aus den Bewegungen beider Tiere hat er die Kampfkunst Tai Chi entwickelt. Tai Chi gehört zu den sogenannten inneren Kampfkünsten. Der Name weist auf den philosophischen Hintergrund hin und setzt sich aus dem Begriff Tai und Chi zusammen. In der chinesischen Philosophie bezeichnet Tai Chi wörtlich das höchste und letzte, den undifferenzierten Urgrund, der Entstehen des Kosmos zugrunde liegt. Aus diesem Urgrund bilden sich die polaren Kräfte Yin und Yang. Quan, wörtlich Faust, heißt im übertragenen Sinne mit leeren Faust kämpfen und steht als Begriff für Bewegungs- und Kampfkunst. Tai Chi Quan bedeutet also eine Bewegungsfolge nach kosmischem Muster Yin-Yang-Bewegungskunst. Tai Chi Quan üben heißt, sich in Einklang mit der Natur zu bewegen. Das Yin und Yang und Qi des Tai Chi Quan. Das Tai Chi zeichnet sich vor allem durch bewusste Bewegungen mit konzentrierter Atmung aus. Eine geschlossene Einheit von Tai Chi Quan Übungen mit mehreren Stellungen lernt sich Form und kann bis zu 25 Minuten dauern. Besonders die häufige Verlagerung des Gewichts von einem Bein auf das andere und die ständigen Bewegungen mit den Armen sind die praktische Umsetzung der zugrunde liegenden Philosophie der Harmonie. Den Wechsel zwischen Yin und Yang, auf jedem Heben folgt eine Senkung, auf jede Linksdrehung eine Ausrichtung nach rechts. Wie viele Taiji-Stile gibt es? Es gibt fünf Haupt-Taiji-Stile, die von der chinesischen Regierung anerkannt sind. Chen-Sti, Wu-Hao-Sti, Sun-Sti, Wu-Sti und Yang-Sti. Bei der Wahl eines Stils sollte man Gemeinsamkeit und Unterschied berücksichtigen. Alle Stile können zu einer Spannung geübt werden. Das Qi des Taiji Quan ist es, den Übenden in Kampfen zu schulen. Die Bewegungen der Taiji-Form sind zum Beispiel eine Folge von Angriffs- und Abwehrtechniken, nachdem die Kampfkunst ihre militärischen Werte verloren haben, wurde Taiji öffentlich unterrichtet und hauptsächlich als Gesundheitssystem genutzt. Die meisten Menschen üben Taiji heute zu zeigen, um ihre Gesundheit zu verbessern bzw. zu erhalten.
Die gebräuchlichsten Formen sind Waffenlosen. Doch gibt es auch zahlreiche Waffen- oder Geräteformen, die auch heute noch trainiert werden können. Traditionell wird erst vor der Geschichtsschule in der Waffenform unterrichtet. Die wichtigsten oft benutzten Waffen des Taijiquan sind das zweischneidige Jian, chinesisches Schwert, der einschneidige Dao, chinesisches Säbel, beziehungsweise einschneidige chinesische Schwert, der Qiang, chinesische Speer, der Gun, chinesische Langstock, der Qi Mei Gun, chinesische Kurzstock, etwas Augenbrauenhöher Stock, der Da Gun, der 3 Meter Langstock, wörtliche große Stock, der Shan, chinesische Fashion, der Guan Dao, chinesische Guan, Hellenbad. Wo sind die Unterschiede zwischen Taiji und Qigong? Erstens, die Verwendung des Qi. Qigong und Taiji nutzen das Qi auf unterschiedliche Art und Weise. Qigong, wenn als Heilpraktiker verwendet, konzentriert sich auf eine bestimmte Art des Qi mit einer bestimmten Funktion. In Qigong kann man Übungen und Heilmethoden anwenden, die das Qi für eine gewisse Funktion aktivieren sollen. Taiji sieht das Qi viermal als Ganzes, mit dem Qi den Energiefluss im Körper ganzheitlich zu aktivieren und zu regulieren. Selbstverständlich muss auch hier unterschieden werden, welche Übungen und mit welchem Ziel und Zweck Qigong oder Taiji geübt werden. Die Wörter Qi und Ji haben zwei unterschiedliche Bedeutungen im Chinesischen. Qi bedeutet Energie und Ji bedeutet ultimativ. Ein weiteres Indiz, dass das Verständnis für die Energie zwischen Taiji und Qigong gleich unterschiedlich ist. Zweitens, die Übungen und Bewegungen. Die Übungen in Taiji werden zum großen Teil im Stehen durchgeführt, während man sich bei bestimmten Qigong-Übungen auch hinsetzen oder hinlegen kann. Die Bewegungen an sich sind bei beiden sehr langsam und mit fließenden Übergängen. Bei Taiji kann es allerdings passieren, dass man ruckartige Bewegungen durchführt, sofern Taiji für die Selbstverteidigung genutzt wird. Taiji arbeitet mehr in Form und festgelegte Posen als Qigong. Bei Qigong sind die Formen mehr eine Kombination aus einfachen Bewegungen. Jede Bewegung hat bestimmte Vorteile und Auswirkungen auf den Körper und Geist, laut der altchinesischen Medizin. Zu bekannten Abläufen in Qigong kann man zum Beispiel weitere Bewegungen hinzufügen, wenn man bestimmte Vorteile nutzen oder verstärken möchte. Unter anderem ist das auch der Grund, wieso die bekannten Qigong-Übungen oftmals leicht unterschiedlich in der Durchführung sind. Die Abläufe in Taiji sind vergleichsweise komplex und körperlich deutlich anspruchsvoller. Oftmals bedarf es vier Übungen, um gewisse Taiji-Pose zu meistern. Für Anfänger ist es oftmals einfacher, mit Qigong zu beginnen und dann auf Taiji umsteigen. Drittens, die körperliche Anstrengung und die Meditation. Qigong ist so gestaltet, dass jeder üben kann, ganz egal ob Kinder, Senioren oder Personen mit körperlicher Beteiligung. Die Bewegungen sind sanft und leicht zu merken, können in Sitzen oder sogar in Liegen praktiziert werden und sind deshalb für nahezu jeder geeignet. Außerdem sind die Bewegungen mit Visualisierungstechniken verbunden und körperlich nicht sehr anstrengend. Taiji ist aufgrund seiner Natur als Kampfkunst oftmals nur im Stehen möglich und kann je nach Pose körperlich anspruchsvoll sein. Sowohl Taiji als auch Qigong verfügen über meditative Aspekte. Der Fokus ist jedoch unterschiedlich. In Qigong spielt die Meditation eine große Rolle und der Fokus liegt auf der Kombination unterschiedlicher Bewegungen mit meditativen Atemübungen. Taiji hat ebenfalls meditative Aspekte, jedoch sind die Formen und Posen körperbetonter. Die Atmung spielt zwar auch hier eine große Rolle, jedoch sind die meisten Taiji-Formen in sich weniger meditativer, also die Bewegung des Qigong. Viertens, der Fokus.
Tai Chi ist, wie oben bereits erwähnt, eine Kampfsportkunst. Qigong hingegen hat einen gänzlich anderen Fokus. Hier ist jedoch wichtig, welche Art des Qigong man betrachtet. Es gibt zum Beispiel das medizinische Qigong, das ausschließlich für die Heilung vorgesehen ist, oder die Kampfsportversion, die Martial Qigong genannt wird. Hier ist also wichtig, welche Art des Qigong man mit Tai Chi vergleicht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Qigong mehr zu heilen und Tai Chi mehr zu Selbstverteidigung eingesetzt werden. Das ist allerdings auch nicht immer richtig, da man Tai Chi auch als Heilmethode nutzen kann. Es gibt in der Hinsicht also keine strikte Trennung. Tai Chi und Qigong haben beide ihre Wurzel im Taoismus. Qigong als ein System der traditionellen chinesischen Medizin und Tai Chi als eine innere Kampfkunst. Das ist kein Widerspruch. In einer traditionellen Bild kann ein guter Arzt ebenso gut mit Akupunkturnadel führen wie das Schwert. Damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie gut informieren. In regelmäßigen Abständen werde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund!